Kultur. Das Feuilleton im Radio. 13 Uhr. Die Nachrichten. Mit Christel Blanke, guten Tag. Taliban-Angriff auf Kunduz. Afghanische Armee startet Gegenoffensive. Chefwechsel. British Museum beruft Dresdner Museumsdirektor Fischer. Tischtennis. Deutsche Frauen sind zum dritten Mal in Folge Europameister im Mannschaftswettbewerb. Die Wettertendenz. Zunächst meist heiter, später auch Wolken, aber trocken, 7 bis 18 Grad. Die afghanische Armee versucht, die Provinzhauptstadt Kunduz im Norden des Landes zurückzuerobern. Gestern waren dort radikal-islamische Taliban eingerückt und hatten weite Teile der Stadt eingenommen. Bis vor 2 Jahren war in Kunduz die Bundeswehr stationiert. Sandra Petersmann, Kabul. Die Gegenoffensive läuft auch mit amerikanischer Luftunterstützung außerhalb der Stadt. Der Kampfeinsatz der NATO ist zwar offiziell beendet, doch die USA haben mit der afghanischen Regierung vereinbart, dass Einzeloperationen zur Unterstützung und zur Terrorbekämpfung weiter möglich sind. Kämpfer der Taliban haben sich im Stadtzentrum verschanzt, unter Zivilisten. Das macht die geplante Rückeroberung so schwer. Der Kampf um Kunduz fällt in eine symbolisch bedeutende Zeit. Genau heute, vor einem Jahr, wurde die Regierung der nationalen Einheit von Präsident Ashraf Ghani vereidigt. Es ist eine Regierung, die sich durch interne Machtkämpfe immer wieder lahmlegt. Die Bundesregierung will Länder und Kommunen künftig stärker bei der Unterbringung und der Versorgung von Flüchtlingen unterstützen. Ein entsprechendes Gesetzespaket hat das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht. Wie beim Gipfeltreffen in der vergangenen Woche vereinbart, bekommen die Länder in diesem Jahr 1 Milliarde Euro zusätzlich. Im kommenden Jahr gibt es eine Pauschale in Höhe von monatlich 670 Euro pro Flüchtling. Für den Bau von Wohnungen werden in den kommenden Jahren jeweils 500 Millionen Euro mehr zur Verfügung gestellt. Außerdem werden einige Regeln geändert. Aus Berlin, Jan Seidel. Das Kosovo, Albanien und Montenegro sollen in Zukunft als sichere Herkunftsländer gelten. Damit können Asylbewerber aus den 3 Staaten schneller abgeschoben werden. In den Erstaufnahmeeinrichtungen sollen Flüchtlinge in Zukunft kein Taschengeld mehr bekommen, sondern Sachleistungen. Damit soll für einige ein Anreiz zur Flucht gestrichen werden. Die Entscheidung, ob sich das lohnt, kann jedes Bundesland einzeln treffen. Nicht anerkannte Asylbewerber sollen nur noch das Nötigste bekommen. Anerkannte Asylbewerber sollen schnell Integrationskurse besuchen. Die Große Koalition will das Gesetz im Schnellverfahren verabschieden. Der Bundestag spricht schon in dieser Woche darüber. Der Bundesrat soll bis Mitte Oktober zustimmen. Der Skandal um manipulierte Abgaswerte könnte für den VW-Konzern noch teurer werden als bisher angenommen. In Belgien drohen Gerichtsverfahren. Mehrere Regionen wollen juristisch gegen VW vorgehen. Andreas Meyer-Feist, Brüssel. Die Regionalregierungen von Flandern und Wallonien wollen zu Unrecht gezahlte Ökoprämien und Steuernachlässe für vermeintlich saubere Diesel zurückfordern. Nicht von den Autokäufern, sondern vom Hersteller. Allein in Belgien wird der Schaden für den Staatshaushalt auf mindestens 100 Millionen Euro beziffert. Ähnliche Klagen könnte es in anderen Ländern geben. Die EU-Kommission will das Problem jetzt grundsätzlich angehen. Die Genehmigungsverfahren für neue Pkw-Modelle sollen reformiert werden. Für Rückrufaktionen sollen EU-weit einheitliche Regeln gelten. Ab dem kommenden Jahr sollen auch realistische Tests zur Messung der Schadstoffe verbindlich sein. Die vollständige Umsetzung dieser Regeln wird aber erst für 2017 angepeilt. Bisher wehrt sich die Autoindustrie noch gegen schärfere Tests. Die Deutsche Post will nach Informationen der Bild-Zeitung erneut das Porto für Standardbriefe erhöhen, und zwar von jetzt 62 auf 70 Cent. Zuletzt waren Standardbriefe zum Januar dieses Jahres teurer geworden. Werner Zimmer, Bonn. Die Bild hat nach eigenen Angaben gesicherte Informationen, dass die neue 70-Cent-Marke bereits millionenfach gedruckt werde. Dass es die 70-Cent-Marke bereits gibt, streitet der Postkonzern nicht ab. Allerdings würden ständig Briefmarken gedruckt, die nicht unbedingt dem Standardporto entsprechen. Zum Teil wegen der Briefmarkensammler, zum Teil auch, um Preiskombinationen mit anderen Marken zu ermöglichen. Die Deutsche Post dementiert allerdings, dass sie eine Portoerhöhung auf 70 Cent für den Standardbrief plane. Wir haben noch nicht einmal einen konkreten Preis beantragt, sagte Postsprecher Klaasen dem WDR. Außerdem könne der Bonner Konzern ohne Genehmigung der Bundesnetzagentur ohnehin keine Preise festsetzen. In der Aufsichtsbehörde wird allerdings schon mit Hochdruck an einer Entscheidung gearbeitet. Sie soll auf Drängen der Post Ende November abgeschlossen sein. Der Generaldirektor der staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Fischer, wird Direktor des British Museum in London. Das bestätigte das sächsische Kunstministerium. Der 53-Jährige wird Nachfolger von Neil McGregor, der als Gründungsintendant zum Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Stadtschloss wechselt. Jens Peter Marquardt, London.
Hartwig Fischer tritt in große Fußstapfen. Sein Vorgänger Neil MacGregor war extrem erfolgreich. Das British Museum ist jetzt mit 6,7 Millionen Besuchern pro Jahr so beliebt wie kein anderes Museum in Großbritannien. Weltweit hat nur der Louvre in Paris mehr Besucher. Die Findungskommission bezeichnete den bisherigen Generaldirektor der staatlichen Kunstsammlung in Dresden als einen der herausragenden Museumsdirektoren der Welt. Der gebürtige Hamburger war nach Stationen in Bonn und Basel Direktor des Folkwang-Museums in Essen, bevor er Herr über 14 Museen in Dresden wurde. Seinen neuen Job in London wird Fischer im Frühjahr kommenden Jahres antreten. Dann wird zum ersten Mal seit fast 200 Jahren wieder ein Ausländer an der Spitze des British Museum stehen. Die deutschen Tischtennisdamen haben bei der Europameisterschaft in Jekaterinburg den Titel im Mannschaftsfinale gewonnen. Sie bezwangen Rumänien mit 3:0. Es ist der dritte EM-Titel für die deutsche Frauenmannschaft in Folge. Matthias Arians. Es war eine Demonstration der Stärke. Gleich im Auftakt Einzel ließ Deutschlands Spitzenspielerin Han Yin ihrer Gegnerin aus Rumänien nicht den Hauch einer Chance. Endete der erste Satz gegen Bernadette Zürch noch knapp mit 12:10, machte die deutsche Nummer 1 in den weiteren Durchgängen kurzen Prozess. 11:1 und 11:1, damit war der Widerstand der im Vorfeld stärker eingeschätzten Rumäninnen schon früh gebrochen. Chan Xiaonan und Petra Sassolja setzten sich in den folgenden Matches ebenfalls problemlos durch und so feierte das Team seinen Triumph anschließend ausgelassen. Grund dazu hatten sie, schließlich war das bereits siebte Gold für eine deutsche Damenmannschaft in der EM-Historie. Um 14 Uhr treffen die deutschen Herren auf die Mannschaft in Österreich. Das Wetter ist heiter bis wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 18 Grad, im Bergland zwischen 7 und 9 Grad. Deutschlandradio Kultur. Studio 9.